Thema Reality, hast du Blut geleckt oder bist du raus? Na, Reality. Die Anfragen sind da. So ist es das glaube ich. Aber ich sehe mich da ehrlich gesagt nicht so. Also Sachen wie jetzt Sing mein Song oder Let's Dance oder so, auf jeden Fall. Und es stehen auch viele Sachen jetzt an, dieses und vor allem nächstes Jahr. Ich habe jetzt viel geplant. Ich habe, muss ich auch sagen, in der Zeit jetzt seit Corona auch viele Tiefs erlebt. Es ist nicht alles immer geil. Also ja, ich hatte Momente, wo ich gesagt habe, ey, ich höre auf. Mhm. Ich hatte sehr oft Momente, wo ich da gesessen habe und gesagt habe, ey, was bringt mir das gerade noch so? Ich fühle mich gerade nicht mehr wohl. Ich werde in eine ganz falsche Richtung gedrückt. Mit Leuten gearbeitet, wo ich auch sagen musste, je älter man wird, desto mehr wird man auch als Frau nicht ernst genommen. Mhm. Das ist halt oft so. Und mit sowas komme ich sehr, sehr schwer zurecht. Weil ich sage so, also ich setze mich sehr gern durch und bin auch so, dass ich sage, ey, guck mal, ich begegne dir auf Augenhöhe und genauso will ich auch so akzeptiert werden, ja, respektiert werden und angenommen werden. Ja. Deswegen gab es auch viele Punkte im Leben, wo ich eigentlich schon kurz vor Release stand. Schon meine 3, 4 Singles schon fertig. Ja. Und dann ist es dann aufgrund von vertraglichen Sachen, persönlichen, privaten Sachen und wie du angenommen wirst und mit dir umgegangen wird, ja, nicht funktioniert hat. Ja. So, und das ist halt, das gehört dazu. Na, das kann man in der Öffentlichkeit wenig, auch nicht oft immer sagen, weil du wirst auch voll schnell dann auch falsch wahrgenommen. So, hä, was hat die denn? Ist die jetzt arrogant? Und ja, so. Man muss unglaublich aufpassen, was man voll öffentlich sagt, weil es immer Menschen gibt, gerade wenn man irgendwie im Fokus steht, die dann sich das anschauen, die ihre Meinung bilden und sich äußern und das anders irgendwie auslegen oder interpretieren. Und dann kann das natürlich schnell irgendwie viral gehen oder irgendwie eine Eigendynamik entwickeln. Voll. Und deswegen musst du da echt aufpassen. Aber jetzt habe ich ein ganz gutes Team, ich bin gesettelt und jetzt geht es auf jeden Fall los. Das klingt gut. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig. Ne? Ein Team um sich herum, dass man auch Menschen hat, denen man vertrauen kann. Voll. Du kannst noch so gut singen, du kannst noch so gutes Talent haben. Wenn du keine guten Leute um dich herum hast, dann wird es nichts. Absolut. Hast du denn, du hast gerade den Punkt angesprochen, dass du auch eine Phase hattest, wo es nicht so gut lief oder wo du sagtest, du willst die Flinte ins Korn werfen. War das während Corona, weil auch generell die Situation für uns alle beschissen war und auch als Künstler, da ist ja gefühlt auch alles weggebrochen. Mhm. Ich kann es jetzt nur aus Sportlersicht irgendwie vergleichen, da ging ja gar nichts. Ne? Oder auch aus TV-Sicht, da wurde ja alles abgesagt. Komplett. So, das ist. Corona hat sehr, sehr viel natürlich getan. Ich meine, ich hatte gar keine Auftritte mehr eine Zeit lang, so ist alles weggefallen. War das denn der Grund, weil du gesagt hast, kommt einfach keine Kohle gerade rein? Das auch. Also natürlich, ich hatte auf einmal sind meine Einnahmen so runter. Und klar, ich bin noch jung, aber ich bin ja trotzdem selbstständig. Ja. Und ich war so, nachdem ich das Musical gespielt habe, ich habe mir schon Wohnungen angeguckt, wollte umziehen nach Düsseldorf, mit einer eigenen Wohnung. Und irgendwas hat so in mir gesprochen, so nein, das mach's noch nicht, warte ab. Bin so froh drum, dass ich noch nicht ausgezogen bin zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach keine Einnahmen mehr hatte. So. Und ich denke mir dann, weißt du, bevor ich jetzt jeden Monat noch so viel Miete zahle, halte ich das lieber so und will nicht dann auf die Reserve gehen. So. Hast du währenddessen was anderes gemacht noch? Hast du dich schon umorientiert? Ja, ich habe angefangen zu studieren so, und das ist auch wichtig, also Musikbusiness. Ja. So, das heißt, dass ich immer noch das Backup habe, dass ich sagen kann, ey, ich kann in den Managementbereich gehen oder in irgendeine andere Richtung, falls es nicht klappt. So, aber eigentlich bin ich im Kopf sehr straight, dass ich sage, ey, ich ziehe durch, ich mache das, ich kriege das hin. Ja, ist gut. Du wirkst auf jeden Fall sehr klar und weißt, wo du hin willst. Ja, das auf jeden Fall. Ob es am Ende klappt, so, das ist eine andere Sache. So. Aber ich bin sehr bei mir und sage, ich bin auch sehr gläubig und sage auch so, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn Gott es so will, dann ist es so. Wenn nicht, dann nicht. Dann gehen andere Wege irgendwie für mich ein. Ja, das ist schön. Ich habe da eine ähnliche Einstellung. Ich sage auch, das alles passiert aus einem bestimmten Grund. Richtig, und man muss sowieso auch ein paar Mal hinfallen und dann. Voll. Das ist auch wichtig, um die Bodenhaftung auch nicht zu verlieren. Okay. Was kommt als nächstes? Was können wir von dir erwarten? Also was steht an? Es stehen auf jeden Fall diverse Fernsehsendungen an. Ich bin so ein Mensch, ich habe immer alles so gesagt, so ja und das und ja, das. Ja, da wissen wir ja, Schweigeklauseln, nicht zu viel verraten etc. Genau, pp. Aber das darf ich fragen. Ja. Fernsehsendung, Reality, sind Anfragen da? Geht das vielleicht in die Richtung? Anfragen sind da. Da bin ich natürlich immer noch sehr skeptisch. Also ich werde wahrscheinlich jetzt nicht, also sowas wie Temptation oder so, da bin ich raus. Ja. So, das mache ich nicht, das werde ich wahrscheinlich nie machen. Aber ja, andere Sachen eventuell, mal gucken. Okay, das ist ja schon mal eine gute Aussicht. Also andere Sachen kommen, ja, mir fallen auch 1, 2 Sachen ein, die eventuell interessant sein könnten. Wo vielleicht auch ein paar andere Kolleginnen aus der Branche schon waren. Ansonsten natürlich wahrscheinlich auch im Musikbereich. Ich meine, du warst wahrscheinlich im Fernsehgarten, warst du, glaube ich, ne? Ja, du hast Florian Silbereisen, Andreas Gabalier hast du, glaube ich, auch begleitet. Ja, ich war auf seiner Stadion-Tournee dabei. Ja. Stimmt. Ja, das ist ja auch der Wahnsinn, oder? Also dieser Typ ist auch crazy, crazy, crazy auf jeden Fall. Also das ist Wahnsinn. Also das sind eigentlich nur 90% Frauen vor der Bühne. Es war für mich fatal. Ich stehe da so als Voreact, weißt du, und die Frauen in der ersten Reihe erstmal alle sturzbesoffen. Ich will den Andreas sehen, so alle mit hinten raus und so. Und ich stehe da so, weißt du, stehst da so.
Scheiße. Und die haben mich angeguckt, boah, diese Blicke. Kannst du mir mal ganz ehrlich. Die wollten tauschen. Ja, die dachten sich so. Die dachten sich, ich möchte das jetzt sein, damit ich Backstage gehen kann. Ich wurde das erste Mal, ja, nochmal. Ich wurde das erste Mal ausgebuht. Wirklich? Ich wurde ausgebuht. Aber warum? Ja, nicht wegen meinem Gesang, sondern weil ich als Frau stehe und die alle neidisch waren. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es war wirklich, also ich meine, das waren immer so 50, 60, 80.000. Vor Act ist natürlich, es ist Wahnsinn. Ich stand immer so vor 50.000, weil das war gerade noch so vor Act, dann ist immer noch Leute. Ja, es sind nur 50.000 da. Es war trotzdem so irre, ne? Aber die Leute in der Front Row, so, und die Frauen, ey, boah. Ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Ich gehe nie wieder mit jemandem auf Tour, wo es wirklich, wo die Frauen, wo da 80%, 90% Frauen sind und du dann ausgebuht wirst. Dann Beyoncé als nächstes. Ja, yeah, ja. Besser. Ja, da würde ich mich schon sehen. Nein, aber das ist natürlich, klar, das ist ein anderes Level. Aber das, nur für die Erfahrung, für mich war es krass. Aber ausgebuht zu werden, das ist nicht so geil. Ja, ich kenne das. Ich wurde auch schon ausgebuht. Ja. Ja, ist zwar dann nicht vor 50.000, aber auch vor 10, 15. Ist auch nicht geil. Ja. Nee, ausgebuht werden. Ich glaube, jeder geht damit anders auch, ja, auch andersrum. Ich glaube, das ist nochmal wahrscheinlich krasser, wenn du allein auf der Bühne stehst. Mhm. Weil dann nimmst du das nochmal anders wahr. Ja. Wenn du in der Halle bist, so, dass Leute um dich herum spielen, mitspielen und so. Das ist, ja. Ne? Ich war auch so, dass ich gesagt habe, ey, ich habe dann so nach hinten geguckt. Und dann mein damaliger Manager, ich so, ey, ich muss weiter, abbrechen. Weiter. Ja, der so, mach. Und ich so, ey, nein. Und der so, mach. Und das war echt, war schon heftig. Krass. Aber ja, das hat sich bestimmt sehr reifen lassen. Ist gut. Auf jeden Fall. Also es hat mich geprägt. Ja. Okay, cool. TV-Projekte. Ich bin sehr gespannt, in welcher Show wir dich sehen dürfen. Musikalisch. Ja. Album, was steht da an? Genau, also es wird auf jeden Fall jetzt erstmal einige Single-Releases geben, weil der Markt hat sich auch verändert. Also das ist ja, man arbeitet auf dem Album hin, meistens eine EP, ja, also 6, 7 Songs. Weil Album einfach zu lang ist und es wird auf jeden Fall eine andere Richtung werden. Also sehen wir was, hören wir was, muss man sagen, was komplett Neues. Genau. Ja. Ist es für dich wichtig, in der Branche sich weiterzuentwickeln als Künstler, aber auch musikalisch? Oder bist du jetzt jemand, der dem Stil dann auch eher treu bleibt? Du sagst jetzt, da kommt eine andere Richtung. Ist es komplett anders oder ist es so? Es ist komplett anders. Komplett anders. Ja. Freust du dich drauf oder hast du ein bisschen Ehrfurcht? Nee, ich freue mich. Ja? Voll. Also ich habe gar keine Ehrfurcht. Ich will es eher den Leuten zeigen, die gesagt haben, mach nicht. Gut. Also 1000%. Ich finde das geil an Einstellung. Ja. Das ist so, fuck the haters ein bisschen. Ja, komplett 1000%. Also, und am Ende ist es so, ob das am Ende Erfolg trägt, haben wir schon mal gesagt, haben wir darüber schon gesprochen, ist eine andere Sache. Aber ich habe jetzt, sage ich mal, so locker 3 Jahre lang dafür gekämpft, dass ich jetzt das machen kann, was ich will. Dafür und jetzt, was kommt? Ja, safe. Das ist nice. Und die Leute haben, ich war damals ja auch noch in Verträgen drin und die haben gesagt, nein. Auf gar keinen Fall. So sehen wir dich nicht. Nein. Wir möchten dich im strikten Schema haben. Richtig. Du bist wirst so vermarktet. 1000%. Auch so ein bisschen, viele haben auch gesagt, Helene Fischer 2.0 und so. Ja. So, ich bewundere diese Frau. Sie spielt krasse Shows. Aber es geht einfach darum, so, was ich schreibe, wer ich bin, was ich fühle, ist einfach was anderes. Ja. Und natürlich am Anfang, ich habe die Verträge unterschrieben bei DSDS und habe das auch alles durchgezogen. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich bin alt genug, um zu sagen, ich mache mein Ding. Mhm. Und mir wurde viel geboten. Ich habe viele Sachen, auch Angebote bekommen, wo die meisten gesagt hätten, mache ich, ey, scheiß drauf, Geld ist mir mehr wert als alles andere. Habe ich alles abgelehnt, weil ich gesagt habe, ey, guck mal, ich stehe für das, was ich machen will. Und das, was ich auch immer nach außen zeige und präsentiere, das bin auch ich. Und will nicht, dass die Leute zwei Gesichter sehen so, ne? Und hören. Und ja, deswegen bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich stehe hinter mir komplett zu 1000%. Wem es nicht gefällt, ihr müsst mir nicht folgen. Ey, ihr müsst euch das nicht angucken. Ja, ja. Und andersrum halt auch. So. Schön. Bist du trotzdem froh, dass du in dieser Vertragssituation warst? Weil sonst wärst du vielleicht nicht da, wo du heute bist. Mhm. Oder hättest du gesagt, ich wäre lieber früher ausgebrochen und hätte mein eigenes Ding gemacht? Jein, also es ist schwierig. Also einerseits ja, auf jeden Fall. Es ist cool, dass ich es gemacht habe, weil die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, die ganzen Silbereisen-Shows und so, mega, mit Dieter gearbeitet, schon krass. Aber musikalisch ist es halt so, ich durfte nie mitschreiben. Mhm. So, ich hatte selbst schon meine Texte zu Hause, so. Ich schreibe halt auch viel auf Englisch. Ah, deswegen ja schon heftig, wenn du auch selbst so die Passion hast zum Schreiben und dein eigenes, irgendwie deine Gefühle, Emotionen raustragen zu wollen. Und dann stehst du dann kommt, nein, du singst jetzt das, was ich dir sage, gefühlt. Genau, so, und damals musstest du es ja machen. So, ich war ja so, weil du vertraglich gebunden warst nach dem DSDS-Sieg. Normal. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas Eigenes zu machen. So, selbst wenn ich gesagt hätte, ey, guck mal, ich habe auch schon gesagt, ey, guck mal, das habe ich geschrieben, wie findet ihr das? Ja, ist ganz geil, aber passt jetzt nicht rein. So, interessiert jetzt keinen. Ja, da war halt ein kompletter Vermarktungsplan dahinter. Ne? Ja, aber ist ja nicht aufgegangen.
So, was soll ich sagen? Ja so, gut, aber ne? Du weißt, ich meine, du bist jetzt frei, jetzt machst du dein eigenes Ding und es läuft ja. Ja, es läuft ganz gut an. Und ich denke mir auch so mittlerweile, so, es ist so viel geiler, das alles alleine zu machen. So die ganzen Leute, jeder will so ein Stück vom Kuchen und nur Geld, 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 Geld. So abgefuckt. Guck mal, ich bin null Geldmensch. So, ich bin Herzensmensch und so. Und wenn ich sage, wenn man für was arbeitet, soll man dafür bezahlt werden. Absolut. So gar kein Thema, ne? Aber erst muss die Arbeit kommen und vor allem die Passion. Mhm. So ansonsten bringt das eh nichts. Ich habe all den Leuten gesagt damals, ich saß noch mit denen am Tisch, mit den ganzen Leuten von Plattenfirma und Management. Ich so, Leute, das wird nicht funktionieren. Machen wir das jetzt, wir ziehen es durch, okay. Die haben gesagt, ja, wir machen das, es wird. Ich habe gesagt, ihr werdet keinen Cent mit mir verdienen. So. Ja, also dann hat es sich halt bestätigt, so, es hat nicht funktioniert. Und jetzt gerade mache ich mein Ding alleine. Ich habe gute Aufträge, ich verdiene mein Geld, so, ich bin voll unabhängig, independent, ist geil. Super. Also 100% für mich so. Und wenn es irgendwann größer werden sollte, so dann holt man sich die Leute ran, die Ahnung haben, die wirklich gutes Business machen, die für einen arbeiten und dann dementsprechend auch. Hat dich das nicht auch frustriert, wenn du in so einer Situation bist und du weißt oder du spürst es in dir drin, dass es nicht funktionieren wird, weil es nicht du bist und du merkst regelrecht, wie ein Team, was für dich da sein soll und dich nach oben tragen soll, die eigentlich einen Vermarktungsplan mit dir anstreben, den du gar nicht fühlst? Ja. Also ich... Was kannst du da machen? Nix. Vertrag, und dann musst du den sauren Apfel beißen. Richtig. Also ich hatte ja keine andere Wahl. Also, ich habe immer meine Meinung gesagt. Ich bin heiser. Ich hätte gesagt, ich bin heiser. Ich habe auch oft gesagt, ich bin schon krank, ich weiß nicht, ob ich... Nein, musst du halt durchziehen. So. Ja. Außer ich musste halt immer einen ärztlichen Attest haben, so, dann hätte ich sagen können, nee. Das wäre keine Basis. Es geht nicht. Ich habe immer durchgezogen, aber ich muss auch sagen, ich habe live immer so 60% Covers, 40% meiner Songs gespielt, immer egal was. Egal, was sie wollten, ich habe gesagt, live, ihr könnt mir gar nichts live. Ich habe immer Covers gespielt. Es ist halt scheiße als Künstler, die ganze Zeit immer nur Covers zu spielen, aber ja, wenn du sagst, ey, guck mal, ich fühle es gerade nicht, dann kannst du es nicht machen. Klar. Ja. Ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, ich finde es voll erfrischend. Nee, echt richtig nice, also cool. Wirklich, ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt schon ein älterer Hase auch. Respekt. Viele Menschen in deinem Alter haben überhaupt gar nicht dieses Mindset auch und sind so offen und gehen auch mit den Sachen so professionell um und reden zum einen offen, sind aber auch ja, von ihrem Mindset einfach so klar. Das habe ich öfter schon gehört, aber danke. Das ist gut. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich freue mich, dich im Fernsehen zu sehen oder auf deiner großen Bühne. Ja, auch jetzt, ich habe mich bei Marc Uth schon selbst eingeladen. Ich hoffe darauf, dann auch mal einen deiner Auftritte live verfolgen zu können. Gerne, sehr, sehr gerne. Das ist geil, wenn du so ein Format hast, dann lädst du dich einfach immer selber ein. Das sind schon Vorteile. Ja, übel geil. Vielen Dank, liebe Marie. Ja, ich super nice, alles war Gute. Schön. Ja. Danke. Danke.